Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 3 und heute geht's weiter mit dem New Beetle Cup Car, mit dem wir heute auch wirklich eine Beetle-Veranstaltung fahren werden, den Beetle Cup. Ja, und da sind tatsächlich drei verschiedene Beetles zugelassen. Das ist der RSI, der 2.0 und das Cup Car, welches wir auch jetzt besitzen. Oh, ich bin mal gespannt auf die Top Speed. Oh no, das ist eine Meisterschaft, ne? Ja, weil eventuell sind wir auf der Teststrecke dann unterlegen, dem... Oh, sind alles Cup Cars. Okay, never mind. Es ist wahrscheinlich gemacht, damit man auch mit einem Beetle RSI im Zweifel antreten kann. Der, glaube ich, auch preistechnisch ganz gut angestiegen ist. So ein bisschen wie der Clio V6, über den ich auch letztens in Forza Motorsport 3 gesprochen habe. Zwei Let's Plays, die mir aktuell sehr viel Freude bereiten. Und ich bedanke mich weiterhin bei jedem Einzelnen von euch, der hier am Start ist und diese Projekte unterstützt. Allein dadurch, dass ihr hier dabei seid. Vielen, vielen Dank. Und schön, dass es auch euch so viel Spaß macht. Das ist ja doch eine sehr schöne Synergie, die da letztendlich dabei entsteht. Tolle Spiele, tolle Menschen und ich. Oh Mann. So, ey. Also, was ist denn hier los? Er dreht mich. Aber mir fällt gerade auf, dass es ein Zwei-Runden-Rennen ist. Also, eventuell muss ich da richtig rabiat jetzt vorgehen. Es tut mir sehr leid, Leute. Für alle Leute, die sauberes, cleanes Racing sehen wollen von einem cleanen deutschen Burger. Bei so Zitaten frage ich mich immer wieder, okay, was denken sich Leute, die YouTube Deutschland nicht ganz so konkret verfolgen? So, ein cleaner deutscher Burger, was ist mit ihm los? Bin sogar Beamter? Nee, bin ich nicht. So, 1,7 Sekunden zum Führenden. Okay, wir haben... Also die hatten sehr viel Puffer beim Bremsen. Und selbst ich hatte noch viel Puffer beim Bremsen. Viel später gebremst. So, gucken wir mal, wie es abgeht. Ja, ich überlege auch in nächster Zeit wieder mal so ein bisschen ACC hier wieder hochzuladen. Das Ding ist, aktuell bin ich eh an so einem Punkt, ich überlege fast schon, ob der... Ich hatte ja... Warte mal, ich muss ganz kurz überlegen. Ist das die Folge, die jetzt zu Weihnachten kommt? Alles Gute, frohe Weihnachten euch, ihr Lieben, ihr Süßis. Ich glaube, die kommt am 25., ne? Ja, frohe Weihnachten schon mal. Ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Zeit. Feiert schön, bla bla bla. So, und jetzt, wo wir das durch haben. Oh Gott. Das ist die furchtbarste Weihnachtsfolge ever. Vor allem furchtbarste Weihnachtsbeglückwünschung ever. Nee, ich hoffe, ihr habt alle trotzdem schöne Zeiten gerade. Und was ich sagen wollte. Tatsächlich überlege ich, ob ich meinen ursprünglichen Sendeplan größtenteils auch einhalte. Und einfach nur quasi die Verlagerung auf den Uncut-Kanal hinnehme, weil tatsächlich habe ich halt ein paar Tage jetzt 3 Videos pro Tag auf dem Hauptkanal hochgeladen, eins auf dem Uncut-Kanal. Die auf dem Hauptkanal kamen um 12 Uhr, 15 Uhr und 18 Uhr. Die hier kamen jetzt um 6 Uhr die letzte Zeit. Und tatsächlich habe ich ja jetzt halt wieder so ein bisschen das Ganze gelockert, weil auf dem Hauptkanal, weil der ist halt auch primär auch dazu da, dass halt dann manchmal so Videos kommen, die halt so einer besonderen Videoidee folgen, ein bisschen mehr Produktionsaufwand haben. Wenn ich jetzt halt sage, okay, Gran Turismo, Need for Speed, F1, Circuit Superstars und so, wenn das alles so richtig viel Raum einnimmt, insbesondere Need for Speed und F1, wo ich halt gesagt hatte, okay, ein Video pro Tag. Boah, wenn dann so ein drittes Video kommt und selbst wenn es mal so ein kleines persönliches Leuchtturmprojekt ist, was den Produktionsaufwand oder so angeht, dann kommt das vielleicht gar nicht mal so durch, ja? Dann merkt das vielleicht eine Person, die dann den Kanal besucht, gar nicht mal so krass, weil für mich ist das vielleicht dann ein besonderes Video, so, boah, ich habe jetzt irgendwie 2 Stunden Aufwand da reingesteckt, allein um das Gameplay rauszufahren, 5 Stunden im Schnitt oder so, und es fällt vielleicht dann gar nicht alles auf, so. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, es wäre vielleicht einfach mal cool, wenn man dann wieder so ein bisschen die Anzahl der Videos auf dem Hauptkanal reduziert und das ist jetzt halt auf 12 und 18 Uhr, ja,
läuft das jetzt hinaus. Und auf dem Uncut-Kanal habe ich mir gedacht, okay, weiterhin 6 Uhr. Ich überlege, ob mein Dave Zockt-Kanal den 15 Uhr-Slot übernimmt, wo ich ja die Story Games zocke. Aber andererseits überlege ich auch, okay, vielleicht einfach die Story Games irgendwo an einen anderen Slot packen und auf dem Dave Uncut-Kanal jetzt quasi ein 6 Uhr und ein 15 Uhr-Slot. Die Frage ist halt nur, okay, ab wann kann ich das Ganze mit Content füllen? Hängt auch so ein bisschen mit ein paar Videos zusammen, die ich... was war das denn für ein... Warum ist die Lenkung plötzlich so direkt? Hängt auch ein bisschen mit so ein paar Videoideen zusammen, die ich gerade habe. Und zwar möchte ich tatsächlich eine Sache umsetzen, die mir schon sehr lange im Kopf so rumschwirrte. Aber ich war halt oft nicht mutig genug, sagen wir mal, das umzusetzen. Jetzt gerade, wo ich halt wirklich so diese absolute mir ist alles Latte-Attitüde habe, mir ist alles Latte-Tüde quasi, habe ich mir dann tatsächlich jetzt gedacht, okay, jetzt ist es mal an der Zeit. Das habe ich auch letztes Mal im Stream erzählt. Warte mal. Ich schieb mal gerade Kimi weg, damit er weiß, okay, jetzt ist gerade nicht Kuschelzeit. Immer den Hund so leicht wegschieben ist gutes Zeichen, dass er weiß, okay, Papa hat jetzt keine Zeit, ich leg mich jetzt wieder schlafen oder so. Warum ist übrigens die KI gerade so schlimm langsam? So schrecklich langsam? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir die Release-Daten zu jeglichen Spielen, die ich besitze, minus ein paar, wo es halt wirklich vielleicht nicht so spannend ist, mal rausgeschrieben. Sowas wie Autobahnrase habe ich mir jetzt mal nicht gemacht, ne? Bei manchen Spielen, fand ich auch ganz interessant, kannst du auch das nur auf einen Monat beschränken. Zum Beispiel Porsche Challenge. Habe ich mal nachgeschlagen und kam da jetzt nicht direkt... Okay. Er legt sich in das Bettchen, wo er sich sonst eher nicht so reinlegt. Finde ich gerade spannend. Also das, wo er sich... Er hat halt zwei verschiedene Bettchen, so ein rundes und auch noch ein rechteckiges. Aber er legt sich hier gerade in das Runde rein. Interessant. Wie dem auch sei, so ein kleiner Hintergrundeinblick gerade. Ich habe tatsächlich so eine Release-Liste mir mal zusammengestellt mit den ewig vielen Spielen, die ich habe, was halt primär Rennspiele sind, aber auch so ein paar Games reingepackt, die ich halt persönlich sehr geil finde, also die halt für mich persönlich einen großen, großen Wert haben. Sowas wie zum Beispiel StarCraft 2 ist auch dabei, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2 natürlich. Ich habe auch GTA 4 mal reingepackt, weil ich das damals auch schon sehr gut fand und finde, dass es ja, retrospektiv einfach nicht die Anerkennung bekommen hat, die es meiner Meinung nach verdient. Also was wie Dark Souls habe ich da gar nicht eingetragen. Stimmt, das müsste ich nochmal nachtragen. Ups. Auf jeden Fall ist der Plan so ein bisschen, das habe ich mir aus dem englischsprachigen Raum mal stibitzt, so ein Video zu machen, oder die Videos zu machen à la, keine Ahnung, jetzt Anfang nächsten Jahres ist es zum Beispiel soweit, Burnout Paradise, 15 Jahre später. Natürlich kann man jetzt sagen, ja gut, Dave, letztens kam doch erst das Remaster raus. Ist doch jetzt irgendwie ein bisschen... Weiß nicht. Andererseits gibt es natürlich mehr als Burnout Paradise. Und natürlich kann man auch dazu sagen, dass man auch einfach die Remaster-Version spielen kann, aber trotzdem über Burnout Paradise sprechen kann. Und ein bisschen mal das als Anlass nimmt, über die Reihe zu sprechen. Weil dann kommt irgendwie auch im April nächsten Jahres das 15-jährige Jubiläum dann von GTA 4. 2008 war echt ein geiles Gaming-Jahr anscheinend. God of War wird zum Beispiel 5 Jahre alt, das für PS4 erschienene. Und das finde ich halt spannend, weil gerade mit God of War Ragnarök, so was frisch halt erschienen ist, kann man da halt, glaube ich, echt auch so ein bisschen nochmal dann den Blick nach hinten werfen. Und dadurch, dass halt diese x Jahre später Reviews dann jetzt kommen. Die habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, aber wie gesagt, so konsequent das Umsetzen, da bin ich ja nie zu gekommen. Aber dadurch, dass ich halt so ein bisschen tatsächlich gerade diesen Gedanken habe, okay, jetzt könnte man es mal wirklich umsetzen und diese Reviews auch machen möchte, kommt natürlich auch so ein bisschen der Punkt, okay, dann brauche ich aber auch theoretisch Review-Material. Oder ich müsste auch das Spiel spielen, um eine Review dazu machen zu können. So, und da ergibt sich natürlich immer so auch der opportunistische Gedanke, wo man sich überlegt, okay, wenn du schon Arbeit machst, dann nutze sie doch wenigstens für zwei Sachen. Und mein Gedanke ist dann halt jetzt, okay, vielleicht könnte man es halt so machen, dass man dann tatsächlich sagt, ey, ich mache jetzt hier, keine Ahnung, Burnout Paradise. Da
mache ich einerseits ein Let's Play, das kommt später auch nochmal auf YouTube, und andererseits mache ich da nochmal extra ein, jetzt habe ich den Faden verloren. Da mache ich ein Let's Play, das kommt auf YouTube, und ich mache noch eine Review. So, und das ist halt das Ding, dass ich da halt überlege, okay, das wäre eigentlich ganz cool, dass man da wirklich auch mal in dem Moment diese Synergie nutzt, dass man sagt, okay, du machst dir quasi einmal einen Arbeitsaufwand und kannst das halt quasi für zwei Kanäle am Ende nutzen. Wobei ich auch noch ergänzend sagen muss, und das ist das Problem, was sich da gerade halt so ein bisschen ergibt für mich in der Planung, oder was heißt, ich muss sagen, das ist halt so ein bisschen die aktuelle Erwägung oder die Frage, die ich mir stelle, wie genau timet man das dann? Und in meinem Kopf ist es halt so, eigentlich wäre es optimal, wenn man die Review hochlädt, dann sind vielleicht so zwei, drei Videos von dem geplanten Let's Play-Projekt vielleicht schon online, aber primär willst du vielleicht die Leute abholen, die sich die Review angucken, und für die ist das dann in dem Moment ein neues Let's Play, was sie sich anschauen können. Ich weiß, es ist jetzt so, manche werden sich denken so, ach Dave, du kannst doch auch einfach die ganzen Burnout-Videos jetzt schon hochladen, bis irgendwann Mitte, Ende Januar, wo das Spiel dann erschienen ist, vor 15 Jahren dann. Aber wenn die Review irgendwie Mitte, Ende Januar kommt, lad doch jetzt schon mal die ganzen Burnout-Videos hoch. Und das war auch so ein Gedanke von mir, wo ich mir dachte, okay, das könnte funktionieren. Und wenn du dann jemanden hast, der von der Review rüberkommt, der wird sich dann auch vielleicht denken, boah, cool, ich habe direkt 50 Videos zu Burnout Paradise, die ich mir angucken kann. Andererseits dachte ich mir aber, okay, vielleicht ist es halt schon so, dass dann Leute sagen, ey, das ist ein quasi bereits abgeschlossenes Let's Play, das gucke ich mir jetzt nicht an. Ich weiß, es ist jetzt ein ganz wilder Gedanke, aber ich habe schon irgendwie so in meiner Vorstellung, ich weiß jetzt nicht, ob das eine falsche Annahme ist oder ob da tatsächlich auch ein wahrer Kern dabei ist, aber in meiner Vorstellung ist es so, dass man schon als Zuschauer eher gerne etwas Neues konsumieren möchte, statt dass man sagt, okay, ich gucke mir jetzt etwas an, was schon vor Jahren produziert war. Wenn etwas komplett frisch rauskommt, hat man auch so ein bisschen diesen Aktualitätsgedanken noch dabei und denkt sich so, boah, cool. Keine Ahnung, zum Beispiel, ich gucke jetzt gerade Seven vs. Wild Panama, wo ich mir auch denke, ey, ist das vielleicht jetzt gerade nicht das Spannendste, auch was ich im Rahmen von Seven vs. Wild gesehen habe. Ich überlege, ob ich dann eventuell nochmal das auf Schweden gucke, aber so ein bisschen bei mir, also selbst bei mir merke ich, dass diese Schwelle, diese Hemmschwelle einfach ein bisschen existent ist. Dass man sich denkt, so, ja okay, aber willst du jetzt noch das alte Seven vs. Wild dann nochmal angucken? Weißt ja im Prinzip so ein bisschen auch, wie es ausgeht und was passiert ist quasi. Du weißt ja ganz grob schon darüber Bescheid. Und gut, bei Burnout ändert es im Prinzip nichts daran, ob du weißt, wie es ausgeht oder nicht so. Also das ist eine unabhängige Frage von, du guckst dir ein bereits abgeschlossenes Let's Play an oder ein Let's Play, was gerade noch läuft. Weil wenn du das Ende kennst, dann kennst du es. So, egal ob ich gerade frisch das Let's Play hochlade oder schon vor zwei Jahren hochgeladen habe. Wenn du das Ende nicht kennst, dann kennst du das Ende halt nicht. So, und das ist halt das Ding. Einerseits, klar, könnte man damit argumentieren, aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Aktualitätsthema durchaus nicht zu unterschätzen ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man das dann wirklich so macht, dass man da, wenn man frisch auf den Uncut-Kanal kommt, dann einfach so 3, 4, 5 Videos vielleicht zu dem Spiel hat und dann nach und nach alle kommen, dass es dann halt irgendwie ein bisschen besser noch läuft sogar. Ja, und long story short, das ist quasi so ein bisschen für mich die Erwägung, warum ich dann sage, okay, dann starten wir irgendwann im Januar mit dem Burnout-Gameplay, wenn alles so läuft, wie ich mir denke und vorstelle und sonst was. Aber das wäre dann so meine aktuelle Überlegung, was das angeht. Und ansonsten würde ich dann halt einfach mal... Okay, 18 Punkte für den Silbernen. Ansonsten würde ich da halt einfach mal gucken. Und ja, warum führe ich das Ganze jetzt an? Ich habe ja angefangen mit dem Zeitslot um 15 Uhr und habe ja gesagt, das muss ich ja irgendwie auch mit Content füllen. Und das Ding ist, wenn ich halt jetzt Burnout Paradise erst im Januar hochladen kann, dann habe ich ja jetzt vielleicht noch nicht ein Projekt, wo ich sage, okay, das können wir jetzt gerade zocken und das wäre perfekt für den 15-Uhr-Slot. Aktuell fiele mir dann Assetto Corsa Competizione ein. Das wäre aber auch nichts für einen regelmäßigen 15-Uhr-Slot, weil ich weiß nicht, wie viele Rennen ich fahre.
Bei Assetto Corsa Competizione übrigens ist der Gedanke, dass ich die allgemeinen LFM-Rennen, die ich so fahre, dass ich die dann hier hochlade auf dem Uncut-Kanal. Und es gibt ja auch die Endurance-Rennen und da überlege ich, ob ich die dann auch auf dem Hauptkanal dann einfach hochlade. Ich fahre jetzt dann vielleicht am Wochenende oder bei euch werde gefahren sein. Vielleicht bin ich schon dann das 3-Stunden Katalonia-Rennen gefahren. Ich habe geplant, das mit Markus zu fahren, einem guten Kumpel von mir. Kennen uns auch schon aus der Schulzeit. Ist auch extrem guter Fahrer. Und möglicherweise fahren wir das dann zu zweit. Und da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. So. Schön jetzt den Kollegen ein bisschen anschieben. Mit über 240 km/h geht es hier voran. Oh, und das rote Auto hinter mir. Auch nah genug dran. Traut sich aber nicht zu Bumpdraften. Ja, aber das ist auf jeden Fall das, worauf ich quasi dann auch so ein bisschen schon hinschiele fast. Da werden halt manche Projekte kommen, auf die habe ich jetzt schon Bock. Oder bin ich mal gespannt. Und der Uncut-Kanal, während ich zwischenzeitlich nicht mal wusste, wo es mit dem jetzt hingehen soll, der zeichnet sich dann halt schon so ein bisschen gerade. Oder da zeichnet sich gerade schon so ein bisschen ab, dass ich schon wieder eine Idee habe, worauf habe ich Bock, wohin geht der Kanal und so weiter und so fort. Also jetzt gerade ist es tatsächlich so, während ich vor ein paar Monaten so da saß und mir dachte so, boah, F1-22-Karriere. Und der F1 hat mich ja doch dann sehr ermüdet für viele verschiedene Rennspiele. Und dann saß ich da und dachte mir so, und dann noch iRacing und ACC. Aber das ist halt auch so ein Ding. iRacing und ACC sind so immer so Geschichten, wenn du die fest einplanst, du weißt ja nicht, oder wenn du auch eine gewisse Frequenz auch einplanst, du weißt nicht, wie viele LFM-Rennen, die du fährst, wären gut. Wie viele Rennen, die in iRacing gefahren werden von dir, sind gut. Wie viele von denen enden quasi nach Kurve 1 mit Tränen und Trauer. Und das ist halt immer das Ding, warum ich dann auch so ein bisschen vorsichtig immer war und auch ehrlich gesagt irgendwann nicht so sicher war, wo jetzt der Uncut-Kanal genau hin soll. Aber im Prinzip, wenn du halt quasi deine festen Projekte hast, jetzt in Form von sowas wie Gran Turismo 3, Forza Motorsport 3, F1 Manager könnte von mir aus auch noch einen zweiten Slot noch kriegen, extra in der Woche. Mehr auch nicht, weil das sind halt wirklich anderthalb Stunden Gameplay für ein Video. Da würde ich vielleicht einfach das Training skippen in Zukunft, wenn ich da wirklich mehr machen wollen würde. Da würde ich vielleicht sogar 3 Videos pro Woche machen. Mal gucken. Aber tatsächlich ist es dann schon so, dass ich mir dann überlege, okay, wenn du diese Planungssicherheit hast, dann kannst du auch irgendwie mehr mit anfangen. Und wie gesagt, bei Gran Turismo und Forza ist es halt wieder ein bisschen was anderes als bei iRacing, bei ACC, ja, oder auch bei F1 22, weil bei F1 22 während bei ACC und iRacing das Problem ist, dass du nicht weißt, wie viele Rennen werden gut von denen, die du fährst. Ist das Problem bei F1 halt, dass du nie wirklich weißt, okay, habe ich jetzt Bock auf das Spiel oder nicht. Und das ist dann halt immer das Problem. Ich war halt die Planbarkeit auf Uncut nie so 100% gegeben. So, die Frage ist jetzt, werde ich jetzt einfach das Rennen auf P1 hier beenden können? Oh Mann, Ehrenmann. Der blaue Beetle ist ein Ehrenmann. Der rote Beetle zieht sogar weg vom silbernen. Ehrenhaft. Auch hier hoffe ich auf ein Auto, mit dem wir schön irgendeinen weiteren Cup fahren können, aber fürchte, dass wir irgendeinen anderen Beetle bekommen werden, der uns im Prinzip dann nicht allzu viel
Bonus bietet. Wobei, wir könnten, wenn wir einen geilen Beetle haben, so den Beetle RSI oder so. Also wenn das der sein sollte, dann... Komm. Sehr schön. Und das silberne Auto ist nur auf P5 oder P6? P6, oder? Oh, P5, ganz knapp. 9000stel Sekunden. Ja, enge Kiste. Ja, aber der silberne, der war im Prinzip direkt Verfolger von uns. Er hat jetzt 20 Punkte nur, während wir 40 haben. Ja, theoretisch könnten wir jetzt das letzte Rennen skippen. Machen wir aber nicht, wir haben Bock. Wir fahren weiter. So, irgendwas wollte ich gerade sagen. Ich weiß aber nicht mehr was. Nö, aber so viel zu dem ganzen Thema mit der Planung. Oh, Monaco! Das ist das erste Mal, dass wir hier fahren. Leute, was ist denn jetzt los? Ja, ansonsten bin ich auch jederzeit wieder sehr dankbar für jegliche Däumchen und Weiterempfehlungen an Freunde und Co., die auch Gran Turismo begeistert sind. Alter, das ist wild, die Sonne. Ja gut, das sind so die Sachen, die beim Emulator dann ein bisschen mal schwierig funktionieren, ne? Blink, 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 blink. Ja, hier mal vor Ort gewesen zu sein, ist dann natürlich auch wild gewesen, auch im Rahmen von Gran Turismo dann. Zu den Finals in Monaco. Die Formel 1 Strecke so mal auch zu sehen, das ist halt irgendwie echt krass. Durch den Tunnel konnte man durchlaufen, allerdings... Ja, links kannst du halt durchlaufen und hier, wo wir jetzt gerade sind, da konntest du halt quasi nur durchfahren. Und das war halt dazwischen alles abgesperrt, so. Aber ich finde, wie akkurat das alles umgesetzt ist, das ist super geil. Also, die Bäume hier rechts, mal kurz zur Erklärung, ne? Boah, du siehst sogar die Straße dazwischen. Okay, okay, es ist gerade ganz wild. Ich pausiere vielleicht mal in der nächsten Runde kurz zweimal. Die Bäume, die wir da gesehen haben, bei der Anfahrtschikane konnte man dann sehen, also viele Sachen, die hier in Monaco sind, sind verschiebbar. Du kannst viele Sachen hin und her stellen, so. Du kannst da irgendwie sagen, okay, keine Ahnung, diese Absperrung oder so, die kommt weg oder keine Ahnung was, und kannst da halt Sachen hinpacken. Und so ist es auch zum Beispiel bei vielen Elementen nach dem Tunnel. Die Bäume aber zum Beispiel, die sind halt fest. Da hast du halt wirklich, ja, nicht Töpfe oder so, sondern halt so diese Steindinger, und die kannst du halt nicht wegmoven. Da geht halt nichts. Und das finde ich halt gerade interessant, dass das auch wirklich hier so umgesetzt ist, dass man auf sowas auch dann tatsächlich Acht gegeben hat und dass sowas wirklich dann auch so eins zu eins ins Spiel übernommen wurde und es vor 20 Jahren nicht anders war. Auch wenn man hier zum Beispiel aus dem Tunnel links rausschaut, das finde ich auch interessant, dann sehen wir erst das Wasser. Da habe ich mir gedacht, okay, haben die da links nichts modelliert, weil du siehst auch in der Realität erst Wasser, wenn du quasi den Tunnel so entlang läufst. Aber irgendwann siehst du halt auch Gebäude, also rechts sind auch Parkhäuser und so. Und hier seht ihr jetzt zum Beispiel Wasser, 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 Wasser. Und jetzt fängt es halt wirklich an mit Gebäude. Bam. Und da hast du halt auch Gebäude. Mittlerweile ist da deutlich mehr. Hier ist zum Beispiel ein Yachthafen links. So, und hier pausieren wir nochmal. Jetzt quasi hinter dem Continue seht ihr auch quasi die Töpfe unter den Bäumen, die halt auch aus Stein sind und dann fest sind. Das finde ich interessant. Das finde ich super, super interessant, dass sie das auch genauso umgesetzt haben. So, und wenn wir hier gleich nochmal pausieren, achtet mal rechts auf den Bereich hinter die Bäume. So, hier haben wir eine Straße. Ja, die tatsächlich auch dann so verläuft, weil das ist da, wo die Bäume weiterlaufen. Also rechts ist, glaube ich, noch eine Straße. Und da kommst du quasi von Kurve 1, von Saint-Devote aus, kannst du diese Straße dann entlang fahren, kannst du auf diese Straße abbiegen. Und das ist auch super spannend gerade, weil diese eine Straße, die hat dann auch erstmal dafür gesorgt, dass ich mir dachte so, was ist hier gerade los? Warum? Was passiert hier gerade? Also, es ist sehr, sehr interessant, dass hier wirklich viele Objekte wirklich originalgetreu auch umgesetzt wurden.
dass du die Umgebung sehr originalgetreu hast. Finde ich geil. Finde ich richtig, richtig geil tatsächlich. So, jetzt habe ich sehr viel gequatscht und habe mich wirklich nicht so richtig aufs Fahren konzentriert. Wurde in der Zeit auch jetzt wieder eingeholt und ich fahre jetzt mal ein bisschen schneller, damit wir auch das letzte Rennen hier mit einem Goldpokal abschließen. Auch hier wieder die Töpfe, ne? Da seht ihr es jetzt auch mal ein bisschen deutlicher, die Steintöpfe quasi, die dann auch nicht movable sind. Und Saint-Devote ist anscheinend auch, das heißt so, ach, da sieht man auch so ein bisschen hinter den Tribünen so ein bisschen so eine Schlucht angedeutet. Monaco ist auch eine Stadt, die sehr viele Höhenunterschiede hat, so, also das ist wirklich so eine ganz, ganz crazy Stadt, die sehr auch in die Vertikale läuft. Und Saint-Devote ist tatsächlich eine Kirche, die es da gibt. Das ist super, super spannend. Rascas heißt zum Beispiel so, weil es da ein Café gibt, das so heißt. Ja, also sehr interessant. Sehr, sehr spannend das Ganze hier. Ja, und wenn ihr von dem Tunnel aus quasi, also wir fahren ja quasi bei der Kurve vom Tunnel, da biegen wir ja rechts ab zum Tunnel. Wenn ihr da nicht rechts abbiegt, sondern links abbiegt und dann da ungefähr so zu Fuß so 20 Minuten zurücklegt, dann kommt ihr quasi zu dem Hotel, bei dem wir dann auch genächtigt haben. Insofern, ich war da so 20 Minuten oder so entfernt von der Formel 1 Strecke. Ja, was in der Realität natürlich ein bisschen anders ist, aber vielleicht war das vor 20 Jahren noch ein bisschen different, ist, es gab viel mehr Yachten natürlich. Natürlich. Also, Monaco ist wirklich eine Stadt oder ein Fürstentum, ein Land, wie auch immer, der absoluten Superlative, also schon verrückt. Du hast auch viele krasse Autos gesehen. Gerne auf Instagram mal folgen, da könnt ihr auch das Batmobile sehen, was ich da geteilt habe, als ich da war. Absolut wild, also wirklich da fällst du nicht auf, wenn du einen krassen Aston Martin hast oder einfach nur einen Ferrari. Oder wenn du einen AMG hast, dann guckt dich halt erst recht niemand an oder so. Also da musst du schon irgendwie ordentlich was haben, damit du da auffällst. Ist halt auch irgendwie für Autoliebhaber ganz geil da. Aber, ja. 204.000 Credits. Ah. Es gibt nur das Beetle Cup Car zu gewinnen, ne? Oh, nee, den RSI tatsächlich. Oh, geil. Guck mal, jetzt habe ich da tatsächlich eine Idee. Auf den Rennreifen packen und gucken, ob man damit ein Endurance-Rennen fahren kann. Das wäre tatsächlich so mein erster Gedanke. Mittelmotor, Heckantrieb. Haben wir da irgendein Auto für Stars and Stripes? Durch meine eigens auferlegten Limitierungen muss ich auch leider sagen... Warte mal. Ich gucke mir mal ganz kurz an, was hat man hier für Gegner. Das Problem durch meine eigenen Limitierungen, die ich gesetzt habe, ist halt aber auch leider so ein bisschen, dass man immer wieder ein neues Auto auch kaufen muss und man kriegt halt am Anfang von dem Spiel auch nicht so unendlich viele Autos, wie es zum Beispiel in Forza Motorsport 3 der Fall ist. Da kriegst du halt so viele unterschiedliche Fahrzeuge für jedes Level up und ich kann mich da quasi kaum retten vor. So, werte Damen und Herren, das ist das Auto, das wir demnächst dann sicherlich auch nochmal anpacken werden. Vierradantrieb, ein Beetle RSI. Und ich finde den so tatsächlich sogar sehr ansprechend. Ja, und wir gucken einfach mal, womit wir in der nächsten Folge weitermachen. Bis dahin wünsche ich euch aber auch eine gute Zeit. Ja, ein frohes Fest und merci fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne Daumen nach oben da lassen, Abo raus, dann beim nächsten Mal dabei sind. Bis zum nächsten. Ciao.